Liebe Reisegemeinde, in diesem Video nehme ich euch mit in das idyllische Deichdorf Bislich. Weitere Informationen gibt's wie üblich auch in der Videobeschreibung. Bislich ist ein Ortsteil der Stadt Wesel und liegt mitsamt den Naturschutzgebieten direkt am Rhein. Vom Deich aus hat man einen wunderschönen Blick auf die Stadt Xanten und dem Xantner Dom. Die Entfernung nach Xanten beträgt in Luftlinie nur ungefähr 3 Kilometer. Zwischen Bislich und Xantenweg verkehrt eine Personenfähre. 1855 kam es zu einem Deichbruch, bei dem Teile Bislichs überflutet wurden und es letztmals Hochwassertote gab. Bislich wird erstmals um 1188 erwähnt. Ganz besonders erwähnenswert sind das schöne Rheinufer und die Rheinaue. Die Rheinaue Bislich-Warnum ist rund 243 Hektar groß und ein Naturschutzgebiet. Das Naturschutzgebiet erstreckt sich auf rund 4 Kilometern Länge über Vordeichflächen entlang des Rheins. Die tiefer gelegenen Auenbereiche werden regelmäßig vom Rhein überschwemmt. Der befestigte Rheindeich und zahlreiche Radwege werden gerne von Radfahrern und Skatern genutzt. Durch die Deichsanierung im Jahr 2001 hat der Deich eine neue Asphaltierung erhalten. In der näheren Umgebung befinden sich auch mehrere Baggerseen, darunter der Diersforter Waldsee. Die 14 Kilometer lange Rad- und Wanderroute führt vorbei an 11 Storchennestern. In der Videobeschreibung findet man die Links zu den Livestreams der Storchen-Webcams. Im beschaulichen Dorf Bislich befindet sich das Museum Bislich, zu welchem das Heimatmuseum, das Rheindeichmuseum und das Ziegelmuseum gehören. Das idyllische Dorf wird immer mehr zu einem geschätzten Naherholungsgebiet. Außerdem gibt es in Bislich ein Hotel und Ferienwohnungen. Die Entfernung zur Weseler Innenstadt beträgt rund 12 Kilometer. Dort sind viele Einkaufsmöglichkeiten vorhanden.